Willkommen zurück zu Folge 26 von Die Reise ins All, was bisher geschah. Nach unserer Vernissage durch den Urwald gelangen wir endlich in das Reich der Schlangen. Diese haben sich in einem antiken Tempel eingenistet und reagieren eher konfrontativ auf unseren Näherungsversuch. Da wir unsere potenziellen Bündnispartner aber nicht alle über den Haufen prügeln können, ergeben wir uns und werden als Gefangene zu der Schlangenherrscherin Sansi vorgelassen. Diese hat nicht nur zischlaut auf Lehramt studiert, sondern befördert uns auch per Falltür in ein Verlies, wo wir nicht nur ihren Nachwuchs verprügeln, sondern auch ihn treffen. Er ist eine Riesenschlange, hat aber wenig Lust auf eine kämpferische Auseinandersetzung und prüft unsere Eignung stattdessen mit Quizfragen. Unser Gehirnschmalz ebnet uns den Weg aus dem Verlies und hin zu einer zweiten Audienz bei Sansi. Doch zuvor werden wir Zeuge davon, wie der große Würger per tragbarem Holographor auftaucht und die Königinnen-Kobra an die Hackordnung erinnert. Es scheint, als stehen die Schlangen unter dem Joch der Tentakler. Und mehr noch, es stellt sich heraus, dass die Lurche Sansis Schwester ermordet haben sollen, was uns diesen gesamten kriegerischen Konflikt erst eingebrockt hat. Doch entspricht das wirklich der Wahrheit? Wir müssen sehen, ob an dem Schwestermord etwas dran ist. Glücklicherweise dürfen wir, dank ihm, uns nun frei im Reich der Schlangen bewegen. Finden wir Hinweise oder Erklärungen? Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Folge 26 von Die Reise ins All. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ostertage, konntet das lange Wochenende ein wenig nutzen, um euch zu entspannen und zu erholen. Ich konnte es auf jeden Fall und bin jetzt frohen Mutes, wieder weiterzumachen mit unserer wunderbaren Allreise. Die ganz Aufmerksamen unter euch werden jetzt festgestellt haben, ich stehe wieder vis-à-vis mit ihm, obwohl ich hier eigentlich schon durch bin. Einige von euch hat mich gebeten, mal zu zeigen, was passiert, wenn ich dieses Quiz falsch beantworte. Ich habe ja alles richtig gemacht beim ersten Mal aufgrund der unbändigen Kraft meines massiven, völlig mit Furchen durchsetzten Premium-Gehirns. Und jetzt machen wir einfach mal was falsch. Die erste Frage beantworten wir falsch, indem ich hier auf Schauer drücke. Falsch! Ich wusste es! Meine Rätsel sind zu schwer für einen Haufen Kümmerlinge! Und ihr zahlt den ausgemachten Einsatz! Ja, da werde ich jetzt also ultimativ sofort getötet. Game over. Er fackelt nicht lange, wenn man ihm eine falsche Antwort serviert. Von daher, das war relativ unerfolgreich. Wir laden mal unseren aktuellen Spielstand und machen direkt weiter. Ihm hier muss ich einen Milchkrug bringen. Er hält hier Wache, ich weiß nicht, was er macht. Er patrouilliert zwischen zwei Spezialsäulen. Das sind eigentlich eher so, ja, sind ja auch Säulen. Das sind Säulen, die etwas halten, aber die halten nicht die Decke, sondern in diesem Fall Schlangenschmuck und einen Feuertopf. Wunderbar. Ihm muss ich einen Milchkrug bringen. Mein Krug findet ihr gleich vorne an im Urwald. Bringt ihn mir bitte wie fast gebrochen. Ich brauche, glaube ich, so eine Plexiglaswand bei dem Schlangenkapitel, damit ich nicht meinen Bildschirm voll rotze. Ich bin relativ nah am Bildschirm. Und ja, da muss man... Ups. Nee, Moment, das wollte ich nicht. Der Bildschirm befindet sich im Sprühradius der Schlangensprache. Euer Rumpf endet ja an zwei Schwänzen. Widerlich. Wie bitte? Ach, Sie meinen unsere Beine. Hoho, ja, die sind schon etwas ulkiges, nicht? Das war gar nicht nett, was ihr mit unseren Vorgängern angestellt habt. Ja, die haben uns angegriffen. Wir sind ja ein Pazifistenverein hier. Haben die jetzt auch nachgefüllt? Nee. Na toll. Was soll ich jetzt ausrauben? Oh, was ist mit ihm los? Uff. Hab ich ihn auf dem Gewissen? Tut mir leid, Bro. Was liegt er denn hier rum? Ist er verletzt oder was? Nee, ihm geht's super. Fällegefühl. Au, tut ja weh. Au, zu viel gegessen. Au. Das kenne ich. Ich war eben Ramen essen. Ja? Bei uns da um die Ecke ist ein ziemlich guter Ramenladen. Und ich hab, das war sehr mutig. Ich habe hier einen hellen Pulli an, wie man sieht. Und den habe ich mir komplett vollgesaut. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Mikro mal weg. Flecken. Wie gesagt, nicht nur Sprühradius hier mit der Spucke, auch vollkommen eingesaut. Wunderbar. Ich brauche so ein Lätzchen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also, zu viel gegessen. Was ist denn los? Kann ich ihm jetzt nicht irgendwie Verdauungsschnaps bringen oder irgendwie ein Magenmittel? Ich kann doch mal ordentlich draufhauen, dann vielleicht kommst du dann unten und oben raus. Dr. Mario. So, vorne im Urwald. Da sage ich mir ja, vorne im Urwald ist das hier. Von den Schlangen aus gesehen.
Milchkrug. Ja, das Taxi. Was ist das denn hier? Hä? Ich nehme an, das hat sich der milchversessene Schlangenmann als Krug erwählt. Ein Schädel? Wie kann man nur? Das ist einfach nur... Unpraktisch, über Löcher, allerdings mit ein wenig Klebeband und Fantasie. Ich möchte nichts davon hören. Wir haben, was wir wollen, gehen wir zurück. Du nimmst einen Schädel. Ja, aber ich meine, das Argument von Eleonore stimmt schon. Also ich meine, appetitlich gesehen, gut, gibt's Besseres, aber man hat ja auch aus Trinkhörnern getrunken. Das war ja auch mal einem Tier befestigt. Also, dann gehen wir den lustigen Weg wieder nach oben. Möchtest du vielleicht auch noch was? Ja gut, aber ich meine, ne, auf der Arbeit, das kennt man ja. In der Mittagspause so snacken, dass man dann danach nur noch in der Horizontalen arbeiten kann. Ist für eine Wache wahrscheinlich problematischer als für jemanden, der so ein Bürohengst ist wie ich. Da hat er seinen Krug. Ja, das ist er. Vielen Dank. Jetzt kann ich wieder meine Milch züngeln. Will er nun seine Informationen über den Mord hergeben? Na gut, sagt meinem Neffen, der Milchonkel schickt euch. Er weiß dann schon Bescheid. Der Junge kennt den Weg zum Tatort. Falls es etwas zu erfahren gibt, findet ihr es da. Wo ist denn sein Neffe? Meistens albert er von unserem Baum herum. Ist der Neffe gerade mit Völlegefühl ausgestattet? Albert er vor unserem Baum um? Ja, das wollen wir doch mal sehen. Aha, das ist der Neffe. Bevor hier wieder eine Entscheidung kommt, die ich treffen muss, speichere ich mal. Er sieht frisch geschlüpft aus. Also ich meine, das ist ja so. Weiß ich nicht. Möchte man das nicht entfernen? Ist doch unpraktisch. Eine Babyschlange? Na, dann wohl auf herumzualbern, werde noch ganz konfus bei dem Gehöpfe. Auf und ab, auf und ab. Ich denke, das ist der kleine Neffe, den wir hier finden sollten. Na, kleiner Mann, dein Milchonkel schickt uns... Milchonkel ist irgendwie ein furchtbares Wort. Du sollst uns bei einer kleinen Suche helfen. Toben, Toben, fang mich doch. Was für ein unartiger Bengel. Hinterher. Bruder, war wohl einer der unwillkommenen Gäste. Bleiben Sie gefälligst hier. Hören Sie auf, stehen geblieben. Achtung. Ja, das ist das Let's Play. Ich hoffe, euch geht's gut. Wo ist er denn? Spalier stehen, bitte. Also er hat ganz schön, ist ganz schön gut zu Wurmfortsatz. Jetzt komm schon. Es reicht, habe ich ihn. Das war lustig. Kann an albernen Widersetzlichkeiten gar nichts Lustiges finden. Zur Sache. Wo liegt der Tatort? Können wir nicht doch ein wenig spielen? Nein. Nein, junger Mann. Wenn du keinen Ärger mit deinem Onkel bekommen möchtest, zeigst du uns sofort, wo die Schwester der Königin ihr Leben verloren hat. Du bist aber eine strenge Tante. Dann spielen wir eben nicht. Geht einfach ein kleines Stück nach Westen. Da findet ihr einen kleinen Hain. Dort ist es passiert. Sage uns ganz genau, was deiner Meinung nach dort passiert sein mag. Jedes Detail ist von Belang. Sherlock Ulf. Ich habe ein wenig draußen gespielt. Als ich durch den Hain tobte, habe ich auf einer Lichtung einen toten Körper gefunden. Eine Schlange. Du Hamster, das war bestimmt ein Schock. Wir Schlangen sind Kaltblüter. Das hilft in solchen Situationen. Dieser Körper auf der Lichtung? Es war Sansis Schwester. Erst dachte ich, sie ruht in der Sonne. Aber dann sah ich, sie war tot. Ich bin gleich hierher zurückgehüpft. Unsere Königin war außer sich. Ihr müsst wissen, dass sie ihre Schwester sehr geliebt hat. Ich glaube, ich kaufe real tolle neue Tastatur mit einer extra großen Z-Taste. Ist auch beim Rückgängigmachen oft hilfreich. Der Hain selbst ist seitdem zu einer Gedenkstätte an die königliche Schwester geworden. Alles ist dort so belassen worden. Sansi hat das Wäldchen zu einem Mahnmal erklärt, das uns immer an die Tücke der Lurche erinnern soll. Und mehr weißt du nicht? Nein, aber das war doch schon eine ganze Menge. Stimmt. Dann sollten wir diesen kleinen Wald aufsuchen, um mehr zu erfahren. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Ja. Westlicht wurde gesagt. Tatort. Ansonsten auch sonntags im Ersten.
Ich mach mal Folgendes. Ich gehe mal zurück ins Lurchiland und konfrontiere sie damit. Ich meine, gut, das haben wir jetzt absolviert. Ich konfrontiere sie damit. Bevor ich jetzt zum Tatort gehe, möchte ich mal wissen, Leute, was ist hier Phase? Sagen die was Neues? Ja, wir sind die Diener des Wohles. Jawohl. Ich bin ganz gut ausgestattet. Bisher mit Kraftpunkten. So, er guckt recht grinig. Warum haben Sie uns nicht gesagt, was die Beziehungen zwischen Lurchen und Schlangen belastet? Ihr habt es also erfahren. Wir hätten dabei fast unser Leben verloren, Herr Leubling. Herr Leubling, Häuptling. Was hätte ich denn tun sollen? Euch etwa sagen, worauf ihr euch einlasst? Ja. Ich musste die Chance ergreifen, die ihr mir als neutrale Kuriere botet. Kein Lurch darf mehr damit rechnen, in einem Zustand vor Sanzi zu gelangen, der noch das Überbringen einer Nachricht gestattet. Glaubt mir, ich habe das aus zu vielen Versuchen gelernt. Bei euch hätte es anders verlaufen können. Und ihr seid schließlich doch auch zu Sanzi gelangt. Ja genau, jetzt, das habe ich gar nicht thematisiert. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht zwischendurch. Ist ja auch mal passiert, dass ich darüber noch so ein bisschen sinniere, was da im Nachgang passiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze aufziehen kann. Also entweder ist es halt einfach so Auge und Auge, Zahn und Zahn Sache, ne? Dass man einen kriegerischen Konflikt, dass der passiert zwischen Nachbarn und dass dann eben entsprechend Sansis Schwester dabei ihr Leben gelassen hat, obwohl es, ja, und das ist die Zeugenaussage, die jetzt kommt, nach einem heimtückischen Mord klingt. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich die Lurche, so wie ich sie kennengelernt habe, mit Abstand, also mit Ausnahme von Nixos, der ein linker Finger ist, habe ich die nicht so kriegsfertig wahrgenommen bisher. Also ich glaube, würde denen nicht zutrauen, dass es einen heimtückischen Mord an einer Lichtung oder in einem Tatort gibt. Deswegen könnte es auch ein intrigantes Spiel der Tentakler sein. Aber was, wie profitieren die davon? Die Lurche scheinen militärisch keine Herausforderung zu sein. Und die Schlangen scheinen unter dem Joch zu stehen, der Tentakler. Bringt es den beiden was, sich gegeneinander aufzuspielen? Weil die Lurche scheinen nicht so besonders stark zu sein, habe ich so das Gefühl vom Kampf. Aber das ist so meine Theorie. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also, wer war das? Wer hat Dreck am Stecken? Wie ist es? Also, ich habe immer noch die Vermutung, dass Nixos ein linker Finger sein könnte. Aber vielleicht soll genau das sein. Sie wollen diesen Frieden wirklich, oder? In den ständigen Kämpfen mit den Schlangen ist für uns nicht zu gewinnen. Der Krieg ist eine einzige schreckliche Tragödie. Er ist ein Fluch. Und ich wünschte, ich wüsste, wer ihn über uns gebracht hat. Okay, also gibt im Grunde genommen keine verwertbare Aussage. Was sagt er? Gut, also er hat keine weitere Dialogbox für uns. Gut, heißt für uns im Endeffekt, wir müssen ein wenig Detektiv spielen und gehen jetzt Richtung Tatort. Das tun wir mal und da werden wir mal eruieren, was der Wahrheitsgehalt ist. Also so wirklich was rausbekommen von Amphos haben wir nicht. Er hat ja nicht wirklich was zu dem dazu beigetragen, sondern er hat eigentlich im Wesentlichen gesagt, so ja, wir wollen Frieden und läuft. Tatort erreicht. Da vorne liegen auch die Reste einer einst wohl imposanten Schlange und hier ist eine Spur. Tatsächlich, die Abdrücke sind amphibisch. Ich fürchte, wir sind in einer schauderhaften Lage. Aus eigener Kraft können wir den Tentaklern schwerlich ein Schiff entwinden. Um nach Hause zu gelangen, sind wir auf die vereinte Kraft von Lurchen und Schlangen angewiesen. Okay, das heißt also, die vereinte Kraft von Lurchen und Schlangen, trotz der Tatsache, dass die Lurche stärker sind, die Lurche schwächer sind als die Schlangen und wir stärker sind als die Schlangen, ist das aber mengenmäßig so gut, dass die gegen die Tentakler ankommen können. Okay, das heißt, vermutlich haben die Tentakler ein Motiv, die beiden Streithähne zu entzweien und dann fingiert man halt einen Mord. Wenn die Fußabdrücke der einzige Beweis sind, hm. Aber genau das scheint durch diese Tat fast unmöglich. Und wenn sich dieser Mord vielleicht nur als großes Missverständnis entpuppt, vielleicht? Ja, ins Messer gefallen. Ach meine Liebe, ich würde es selbst so gerne glauben, aber der Hass zwischen Lurchen und Schlangen ist stark genug, um eine solche Tat hervorzurufen. Ich kann mir Lurche denken, die dazu fähig sind. Aber wer auch immer dafür verantwortlich ist, muss entdeckt werden. Falls eine Verständigung zwischen den Feinden überhaupt noch möglich ist, setzt der erste Schritt hier an. Wir müssen den Täter finden.
habe da einen ganz üblen Verdacht. Sehen Sie nur, das Rückgrat ist gebrochen. Dieses arme Wesen dürfte somit tot sein. Messerscharf kombiniert. What gave it away? Könnte noch mal leben, vielleicht guckst du mal, spürst du mal den Puls oder sowas. Faszinierend, Herr Professor. So wie wir das wieder bewiesen haben, ein Skelett, das doch tatsächlich tot ist. Höre ich da den leichten Anflug schülerhaften Schabernackes? Pfui, wie ekelhaft! Ein Frosch? Ein Giftfrosch? Sind das nicht die Frösche, die die Gift verursachen? Könnte die Rücken posthum erfolgt sein? Wir werden das evaluieren. Rauskommen. Ah, verstehe, man kann auch... Ah, ja, okay. Interessant. Vielleicht wird das ja nochmal praktisch sein. Kein Zweifel, Fährte gleicht eines Lurchwesens exakt. Könnte nicht ein ähnliches, anderes Geschöpf eine ähnliche Spur? Zweifel ausgeschlossen. Welcher Lurch könnte nur so hasserfüllt sein, auf diese Weise einen Krieg entfesseln zu wollen? Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Ein Stein. Cool! Seht nur, wie er hüpft. Auf und ab, meine ich. Ja, ja, Schatz, aber hüpft auch weit. Eureka, Gnädigste! Auf ihren Schultern sitzt ein ebenso wohlfrisierter wie gescheiter Kopf. Das mit dem Wohlfrisiert ist wirklich eine Leistung nach zwei bereisten Planeten und einer Halbapokalypse. Ach, eigentlich ist es nur recht simpel, wenn man nur zu denken weiß. Hä, wie, nein. Die Rede ist natürlich von der angeborenen Fluchtbewegung eines Amphibiums, lieber Leutnant. Aha. Ja, man sieht also, die Fußspuren gehen ja nicht hin zur Schlange, sondern nur zurück. Also es ist ja nicht so, dass die gespawnt sind und dann weg. Aha. In Zuständigung der Aufregung springen Frösche, Unken, Kröten und Salamander. Alle Lurche tun das. Ja, diese Fluchtbewegung scheint mir sehr gleichförmig zu sein. Ein Schritt nach dem anderen, sodass sich eine gemäßigte Gehreihenfolge ergebe. Falls Sansis Schwester von einem Lurch ermordet worden wäre, wie wäre der Täter dann wohl geflohen? Ich meine ja, schnell. Springend. Exakt, lieber Freund, aber die Spuren am Tatort liegen für eine Sprungbewegung zu eng beieinander. Das deutet eher auf eine Art Schlendergang hin. Es riecht nach übler Narretei. Aber wir werden das Geheimnis lüften und wenn wir jeden Stein umdrehen... Und genau das werden wir tun. Sehr verdächtig. Übertreibe nicht immer, Schatz. Aha. Nanu, Lurchfutter am Stiel. Ein metallerner Lurchfuß an einem Stab. Allmächtig ein Fährtenfälscher. Aber ja, jeder, der diesen Stab nur kräftig genug ins Erdreich drückt, hinterlässt die Spur eines Lurchen. Ja, und vor allem, wie gesagt, man muss ja so smart sein, auch einen Hingang hin zu Lurchen. Ringe hier hilflos mit mir herum. Magwitz! Jemand, der wollte den Eindruck erwecken, der Mörder sei ein Lurchschatz. Das hier ist sehr wichtig. Fabelhaft. Eine Spur, die nicht zu einem Lurchen passt und ein Gerät, mit dem man eine Spur fälschen kann. Aber wer ist Mann? Ja, wer wohl? Bleibt ja nicht... Also entweder Nixos, der gemeinsame Sachen mit den Tentakler macht, oder die Tentakler selbst, oder irgendjemand im Schlangenhaushalt. Man muss ja auch mal gucken, wie war das Verhältnis von Sansi zu ihrer Schwester? Gab's da Erbreihenfolgeprobleme? Wer hat das Motiv? Wo ist Detektiv Kirimor, wenn man ihn mal braucht? Wer diese Referenz nicht verstanden hat, ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen. Mord im Dunkeln, ein One-Off. Ne, wenn ihr also nach dieser Folge Lust habt, mehr The Black Box zu haben, das ihr nicht schon kennt und das Video auch noch nicht angeschaut habt, ich verlinke das wieder hier oben. Guckt es euch im Nachgang mal an. Aber ja, Detektivarbeit, wer ist Mann? Wir werden den gesamten Bereich um die Leiche herum noch einmal gründlich absuchen. Das hat sich jetzt ergeben hier. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Hilft das? Rauskommen! Damit kann man doch irgendetwas anfangen. Sehr verdächtig. Hä?
Ganz, ganz üble Teufelei, einfach eine Spur am Tatort zu fälschen. Aber was? Ja, wie denn? Wo denn? Was denn? Was kann ich mit diesem Stein anfangen? Aber was ist das denn hier für ein komisches Muster, was ich verursache? Ich weiß es doch nicht, diese Pflanze sieht... Oh, was ist das denn? Okay, jetzt habe ich was. Aha, eine Spur! Potzblitz! Oh Gott, ich rede langsam so wie du, Schatz! Ein Durchfuss ist das nicht. Rund, ebenmäßig verdickter Rand, was für ein Wesen mag es sein? Ein Saugnapfabdruck. Sie haben recht, lieber Freund. Unser schlimmster Feind scheint seine Fangarme im Spiel zu haben. Die Tentakler. Ich glaube, unter dem Sand etwas schnell... ist etwas. Schnell entfernen wir das Erdreich. Weggeschoben oder weggescheuert werden. Ja gut, dafür habe ich ja das hier. Das heißt, das Rätsels Lösung war, das ist ein... Was ist das denn? Aha! Donnerschlag, habe den kompletten Stein weggeschmürgelt. Das heißt, das Rätsels Lösung ist, über den Stein zu gehen mit, über den Boden zu gehen mit dem Stein. Verstehe. Ja, da speichern wir doch mal. Was haben wir hier? Klare Sache, die Tentakler stecken hinter dem Mord. Also auch... äußerst naiv. So... ein Meter vor dem Tatort, von dem Tatort entfernt, was ist das, eine Bodenplatte mit der eigenen Widmung, mit der eigenen Prägung. Da hätte man ja direkt aufs Skelett schreiben können, wir waren's. Eines bereitet mir allerdings Kopfzerbrechen. Was meinst du damit, Ulf? Wie kann man nur so leichtsinnig sein und derart viele Spuren am Tatort hinterlassen? Danke, Ulf. Ulf und ich denken genau gleich. Sind auch ungefähr gleich optisch schön. Aha. Die Antwort ist ganz einfach. Wir haben Sicherungen hinterlassen. Okay, das sind ja keine Schlangen. Sicherungen? Oh! Uns! Ihr hättet ja einfach den Mord ein bisschen schöner und besser vortäuschen können. Hat ja geklappt. Gleich drei von diesen Burschen. Attacke. Verzweifelt an euch selbst. Aber die haben jetzt... Die machen ja auch... Der Kopftentakler beginnt eine Melodie zu spinnen. Das passiert mir auch öfters. Was haben die da überhaupt an? Das sieht aus, als hätten die so rote Blätter. Hat man jemals den Unterkörper eines Kopftentaklers gesehen? Vielleicht ist es ja einfach nur dieses Ding. Die haben sich so... Wie so drei Kinder in einem Trenchcoat. Naja, ich habe 5 HP weniger. Das wird mir jetzt mein Verderben sein und ich weiß nicht mehr, wie die sind. Deswegen muss ich mal einschätzen. Ich glaube, ich probiere mal Stampfen 2 aus. Das würde mir jetzt gut tun. Angriff mal von Magwitz kann auch nicht schaden. Und Heisen macht mal... Wir kommen ja vom Mars. Wir machen mal Froststurm. Wir gucken das jetzt mal. Wir Kenner blicken. 1000 HP. Wasser belächelt Schusswaffen. Natürliche Resistenz gegen Blindheit und K.O. Feuerdonnerschläge. Das ist schon mal gut. Ja, gut. Das ist gut. Schläge, Schwinger. Ein Schlag, der auf alle Gegner abzielt. Das ist wohl das, was wir jetzt in diesem Moment brauchen. Und den Hieb 2. Das ist super. Heisen darf... Feuer war gut gegen die. Okay, dann ein feuriger Angriff auf alle Gegner. Fährt fort, seine Melodie zu spinnen. Hör mal auf mit dem Komponieren hier. Das ist super. Gut, das müssen wir beheben. Wir machen mal den Schwinger. Wir machen hier mal den Hieb 2, allerdings auf den Kopftentakler da unten. Denn der scheint mir die Melodie zu spinnen. Und vielleicht kann ich damit irgendwas Gutes vermeiden. Hier machen wir mal... Purba, Gift, Blindheit, ja, das reicht in diesem Falle. Und weiter einen Flammensturm. Oder machen wir mal den Feuerball auf den Kopftentakler da unten. Den möchte ich jetzt mal wirklich gezielt dezimieren. Hat seine Melodie fast beendet. Na toll.
Ui. Ja, also das mit der Melodie ist ungut. Aber Eleonore darf eine Gruppenheilung noch einmal machen. Ich hoffe, da kriege ich bald Gruppenheilung 3. Das wäre also auch super. Und weiter geht's mit dem Feuerball auf Kopftentakel ein. Verzweifelt! Kreatur wird konfus, Eleonore wird konfus. Ulf! Ein Leutnant kennt keinen Schmerz. Ich habe jetzt einen bitteren Kuraufhalt. Also ja, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Badekur. Auf Eleonore. Nun ja, das ist natürlich jetzt ein großes Problem. Mach mal einen Flammensturm. Leuten, wie innen ziehe ich die Fangarme lang? Ja. Also, das ist auf jeden Fall mal was. Schwinger. Machen wir weiter. Sie darf die Gruppenheilung machen. Na ja. Ja, so viel dürfen die nicht mehr haben. Wir versuchen es mal mit dem Schwinger. Gruppenheilung. Und Heisen macht mal, ich hoffe, er ist zuerst dran, die Badekur auf von Magwitz. Och nee. Mensch, das war nicht gut. Ja. Also, Ulf zersäbelt gerade Eleonore. Das habe ich richtig verstanden. Oder versucht es zumindest. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Wir greifen einfach konservativ an. Eleonore macht weiter die Gruppenheilung. Nee, wir machen es so. Das war schon gut und er darf weiter mit dem Flammensturm auf. Ja, ist doch gut. Ja, komm. Von Magwitz ist blind. Wir greifen blind an, haha. Und der Heisen darf aber weiter den Flammensturm machen. Lange. Nee, jetzt hätte ich jetzt den Flammensturm. War ja Blödsinn. Feuerball. Ah ja, genau. Das sollte aber jetzt trotzdem... Nein! Ich hatte doch Hoffnung. So, diesmal mit Gehirn. Oh nein! Och Mensch! Falsche Taste gedrückt. Ah! Oh Mensch, Mario, konzentriere dich doch. Pass auf, wohin du sägst. Hat auch gereicht. Okay. 675 Experience Points, 750 Taler, kein Level Up. Huch. Abscheuliche Bösewichter wie die Tentakler stecken wohl hinter jeder Schurkentat. Das ist ja fast so wie Moriarty. Ganz so simpel liegen die Dinge nicht, lieber Freund. Die Tentakler haben sich als gerissene Herrscher erwiesen. Ich sage nur, divide et impera. Ist das, divide and conquer? Also teilen und erobern? Ich kenne den deutschen Begriff nicht. Ich kenne nur auf Englisch divide and conquer. Divide et Potzblitz, Latein. Ich habe nie Latein, ich habe Französisch gehabt und das abgewählt, so schnell ich konnte. Ja, Moment, Schatz, also divide klingt doch irgendwie nach abziehen. Imperativ Singular, nicht? Hieß et nicht und? Und gütiger, die Barbaren sind zurück. Das heißt, teile und herrsche. Ja. Jawohl. Indem die Tentakler die Völker der Lurche und Schlangen gegeneinander hetzten, konnten sie die bequeme Rolle des lachenden Dritten einnehmen. Sie konnten die Rohstoffe der Venus ausbeuten, ohne jemals einen ernsthaften Widerstand erwarten zu müssen. Wir haben den Hass der Lurche und Schlangen gesehen. Dieser Mord war schon ein schlaues Stück Intrigantentum. Grässlicher Eroberer, wo bleibt denn da die ruhmreiche Feldschlacht? Aber jetzt können wir das Blatt wenden. Wir können der Königin die Unschuld der Lurche beweisen. Er zittert, Marsianer, heute noch schüttelt euch die Venus ab. Ach so, ja, da können wir jetzt zum Beispiel auch hin. Du findest einen Granater. Sieh nur, Schatz, der passt sogar in meine Handtasche. Na, na, Täubchen, glaube kaum, dass diese Art von Gerät für kleine Frauenhändchen gedacht wurde. Vorsicht, mein Lieber! Ach, du darfst mit den großen Sachen spielen und ich habe mich mit kleinen Kinderkram zu begnügen, hm? Richtig, wusste gleich, dass du es verstehen wirst. Sabalot, ich gehe in Deckung. Was fällt dir ein? Ich glaube ja nicht, du könntest mich wie in deiner Rekruten herumkommandieren.
Als freie Bürgerin habe ich jedes Recht der Welt, ebenfalls mit diesen Waffen hantieren zu dürfen. Schnickschnack, dachte, du wärst von diesen liberalen Flausen geheilt. Seit wann hat der gemeine Mann Recht auf Waffen? Pah, kann sich ja gleich der Revolution ergeben. Vielleicht dürfte ich einen Kompromiss anbieten. Fräulein Eleonore, gestatten Sie mir die Frage, können Sie überhaupt mit einem Granater schießen? Nein. Aber was hat das denn damit zu tun? Sie, lieber Leutnant, halten Sie Fräulein Eleonore wirklich für einen revolutionären Unruheherd? Mein Täubchen, verbitte mir diese Unterstellungen. Fein, fein, dann wäre das Problem gelöst. Ach so? Natürlich, gnädigst, unser Leutnant bringt Ihnen das Schießen mit einem Granater bei. Sobald das klappt, erhalten Sie selbstverständlich so eine Waffe. Sie sehen, Sie hatten beide recht. Natürlich hatte ich recht. Na, bitte auch, Herr Professor, gesteht mir diesen Punkt zu. Sehr schön, ich wusste, Sie einigen sich. Dann verstaue ich so lange die Waffe, bis Teuerste damit umzugehen gelernt haben werden. Du nimmst endlich den Granater. Dann ist es abgemacht. Bei der erstbesten Gelegenheit üben wir. Ja, ich möchte ihn aber jetzt trotzdem ausrüsten. Ja, ich kann ja Dampfballiste. Was steht denn hier? Dose Froschpillen. Getrocknete Froschpillen gegen Heisens Anfälle. Ja, wo haben wir ihn denn? Sehe ich ihn wieder nicht. Vielleicht oben bei der Rüstung. Ich weiß immer noch nicht, wie das hier sortiert wird. Aber ja, irgendwie bisher. Ich finde ihn nicht im Inventar. Kann auch sein, dass ich akute Blindheit habe. Naja, wir werden sehen. Ist das der auch hier? So Ring des Schutzes? Naja, wir werden es sehen. Ich speichere hier mal zur Sicherheit. Kartenmaterial, Lage, Skizzen, Ortsangaben haben hier einen ganz typischen Beobachtungsposten. Darunter liegt noch etwas, eine Art Gebrauchsanweisung. Funktionsweise des Holographors durchlesen. Sobald ein Sensor platziert wurde, kann sein Signal mittels des Holographors aufgefangen und in ein Bild auf der Röhrenscheibe umgewandelt werden. Dazu werden Dampfpartikel durch den Farbstäuber geleitet und entsprechende eingehenden Signale koloriert, bevor sie zur Röhre gelangen. Sind mehrere Sender installiert, ist der Apparat in der Lage, zwischen den Signalen zu wechseln. Dazu dienen die Stellkästen links und rechts. Sie haben sich für das richtige Gerät entschieden. Vielen Dank für Ihren Kauf. Aha, naja, allerhand. Hast kein Wort verstanden, richtig, Schatz? Naja, fürchte, den Mittelteil verpasst zu haben. Sender! Die Tentakel haben also Geräte versteckt, die diesen Apparat mit Signalen speisen. So. Hier sind Spezialrohre. Da machen wir das gute Ding doch mal an, oder nicht? Was ist hier los? Häuptling am Voss. Alles, was die Lurche besprochen haben, haben die Tentakler auf der Stelle erfahren. Die Marsherren werden den Streit des Häuptlings mit seinem kriegslüsternden Sohn erfreut vernommen haben. Königin Sanzi. Was auch immer im Thronsaal der Schlangen besprochen wurde, ist sogleich der Kenntnis unserer raffinierten Feinde gelangt. Zur Kenntnis. Technik, Teufelei. Ist ein Zweikanaler. Erstes deutsches Fernsehen und im ZDF läuft was anderes. Mehr Auswahl braucht der Mensch nicht. Also kann ich hier hinter noch machen? Also irgendwie Lageskizze? Ja, zurücklegen. Ist ja allerhand. Moment, ich guck mal. Also vielleicht ist hier noch was drin. Truhe ist leer. Schade. So, jetzt hab ich's aber. Mann! Momentchen. So. Ich bin zu schnell. Gut, also wir haben alle Dinge gelöst, die es zu lösen gilt. Bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, betrete ich mal den Urwald. Nein. Schau ich mal. Ich weiß nicht, kann man dem Typen mit seinen Magenschmerzen was Böses tun? Was Gutes tun. Das Gegenteil von was Bösem. Ich möchte ihm helfen, der tut mir leid. Der Schlangentyp, der zu viel gegessen hat. Magenbitter. Wäre jetzt so. Flasche Magenbitter. Auf Ex. Genau, wir machen jetzt hier ein Powernap. Hätten wir eigentlich auch bei den Schlangen machen können, fällt mir auf. Da hat man ja auch eine Schlafmöglichkeit im Tümpel. Aber dann gehen wir jetzt zuerst zu König Amphos. Speichern vorher. Und gucken mal, was es so alles zu erledigen gibt, beziehungsweise welche neuen Informationen. Ich weiß, dass ich hier auch brauen kann. Und das müsste man gegebenenfalls tun, bevor es hier narrativ weitergeht.
Ich schau mal, welche Optionen es soweit gibt. Wir speichern auf dieser Stelle und dann sehen wir mal zu. Ach, da unten ist dieser Radar-Ding. Das war bisher aber nicht da. Der Krieg mit den Schlangen ist ein Fluch und ich wünschte, ich wüsste, wer ihn über uns gebracht hat. Nicht? Wissen wir nicht? Da ist wieder einer dieser kleinen marsianischen Sender. Man sieht sie wirklich nur, wenn man darauf achtet. Wovon redet ihr da? Euer Majestät haben einen Lauscher im Gebälk. Dann entfernt ihn! Sitzt natürlich außer Reichweite. Granata! Ich möchte einen Granata werfen. Kann man das nicht mit einem Granata machen? Du hör auf zu puffen. Nimm mir da. Guck mal, die haben doch hier diese. Hallo, ihr habt doch hier so einen Dreizack. Da geht mal eben kurz hin. Satellitenschüssel hier. Kann man das wegsprengen? Was ist hier? Granatiere ihn doch mal weg. Gut, von außen ist auch nichts dran zu rütteln. Dann gehen wir mal durch. Okay, wir gehen mal zu den Schlangen. Bis gleich. So, was sagt dieser Wonneproppen? Habt ihr etwas gefunden? Ja, nein, dann können wir ja weiter toben. Keine Antwort. Bruder. Uff. Er tut mir so leid. Och, guck mal, das ist mir so traurig. Aber guck mal, was er da jetzt alles gegessen hat hier. Diese Wölbung in der unteren Schwanzhälfte. Dann wieder Dinge, die man aus dem Kontext reißen kann. Gut. Was sagt denn die Brillenschlange? Unsere wichtige Sonderpatrouille? Ja, ist doch schon passiert. Fräulein Sanzi. Interagiere, Magwitz. Naja. Was sucht ihr noch, Fremde? Ich habe euch gesagt, ich paktiere nicht mit Mördern. Melde gehorsamst, Leuchter sind unschuldig. Was sagst du da? Wage es nicht, mich mit dreisten Lügen zum Narren halten zu wollen. Wir können alles beweisen. Und so beweisen sie es. Ihr führt Königin Sanzi an den Tatort und zeigt ihr die Belege. Die falsche Spur, den fährten Fälscher und schließlich das Versteck der Tentakler. Auf dem gesamten Rückweg spricht Sanzi kein Wort. Sie schlängelt sich ernst und schweigsam vor euch her, doch als ihr wieder im Thronsaal anlangt. Ich wurde getäuscht. Ich, die Königin der Intrige, bin auf eine Inszenierung reingefallen. Was nehmen sich diese vielarmigen Betrüger heraus? Sie haben meine Schwester getötet. Sie haben sich die Herrschaft über mein Reich angemaßt. Und wen haben sie zu einem Opfer ihrer Hemmtücke gemacht? Ebenfalls euch, euer Majestät. Nein, die Lurche. Niemand behandelt mich wie ein bloßes Spielzeug, das hin und her geschoben werden darf. Ich will meine Lache, meine Rache. Ich will meine Lache. Sagt her, was der Lurchenherr schreibt. Bitteschön. Ja, Brief. Wollt ihr nicht vorher da dieses Überwachungsding sie runternehmen? Da kann man sich doch dann hochschlängeln. Oder nicht? Dann sei es. Sagt Amphos, ich werde ihn empfangen. Schlange und Lurche gehen vereint gegen den Feind. Wir stellen ein Heer auf, das die Vielarmigen von unserer Welt fegen wird. Schneidige Ansprache, werde mich als treuer Kurier ihrer Majestät umgehend auf den Weg machen. Darum sollten wir uns aber auch noch kümmern. Hallo? Wer weiß, ob die nicht ein zweites portables TV-Empfanggerät haben? Funksender. TikTok auf dem Handy. Komm. Zögert nicht, tut mir Amphos dabei. Ja, dann machen wir das doch. Ich muss ja sagen, ich antizipiere jederzeit den Point of No Return. Also den Point of Venus No Return. Was mich aber noch so ein bisschen stutzig macht, ist die Tatsache, dass er noch hier steht. Die Hütte der Krieger, große Prüfung. Die habe ich bisher noch nicht abgelegt und auch bisher auch keine Gelegenheit dazu gehabt. Deswegen denke ich, dass uns dieses Areal und der entsprechende Kessel noch eine Weile begleiten werden. Nachricht überbracht. Schlangen zum Bündnis bereit. Was sagt ihr da? Ihr habt tatsächlich geschafft, woran so viele meiner Boten schon gescheitert sind?
endlich! Statt einander zu befehden, werden Lurche und Schlangen ihren wahren Feind bekriegen. Ich hatte euch Hilfe bei eurer Heimkehr versprochen und nun sollt ihr sie erhalten. Kommt, auf uns wartet ein großer Kampf! Und so? Sansi. Amphos. Wir haben beieinander viele Wunden geschlagen. Und doch sind wir beide hier. Lass uns vergangenen Hass begraben. Ja, es gibt einen größeren Feind. Vielleicht war er auch nötig, um das Folgende zu bewirken. Oh. Ein Pakt. Vater schüttelt tatsächlich ihre Hand. Ich kann es kaum glauben. Aber nix los. Gut, okay, da habe ich dich zu Unrecht beschuldigt. Das war ein Ekelpaket, aber letzten Endes wahrscheinlich unschuldig. Es sei denn, er macht jetzt noch auf der letzten Minute einen Fehler. Was für ein historischer Augenblick. Wir sind im Begriff, uns mit einem mächtigen Feind zu messen. Wir hoffen, dein Plan ist gut. Lass ihn uns zu unserem Plan machen. Komm, Königin, ich werde dir alles erklären. Und ihr Fremdling aus einer anderen Welt kommt ebenfalls mit. Jawohl. Ein Vulkan. Da haben wir ein Luftschiff. Da liegt die Feste der Vielarmigen. Und wie ich sehe, ist ihr fliegendes Gefäß immer noch mit dem Turm verbunden. Das ist das Weltenschiff, von dem wir auf die Venus gestürzt sind. Womöglich zwingt es die schweren Beschädigungen zu einem längeren Aufenthalt am Luftdock. Er ist hier. Das ist der Grund. Der große Würger. Er? Er ist der Herr der Vielarmigen. Er ist der Meister der Magie. Er ist die Verkörperung der Macht. Barankapech war schon ein bisschen ekeliger. Sie meinen doch nicht etwa diese angsteinflößende Kreatur, die wir im Hangar der Eisernen Stadt gesehen haben? Groß, blau, roter Umhang? Der große Würger! Ich habe seinen Geist empfunden, als schwebte ich über einem schwarzen Abgrund. Brrr! Bin schon mit ganz anderen Halunken fertig geworden. Mit so einem noch nicht, fürchte ich. Er hat ganz anderes Kaliber, mein Freund. Da hörst du, Sansi. Die Fremden kennen sich aus, deshalb sind sie auch Teil des Plans. Hm? Wir müssen die Vielarmigen in ihre eigenen Feste stellen, um die Gefahr ein für alle Mal zu bannen. Natürlich ist unser Feind nicht dumm. Er weiß sich zu verteidigen. Seht ihr dieses Fort? Aha, ja. Pardon, wo bitte? Hier unten. Aufpassen. Aha, weitermachen. Dieses Bollwerk schützt den Turm. Da liegt der Schlüssel zum Sieg. Der Schlüssel. Die Schlüssel zum Sieg. Das ist eine portable Schüssel voller Sieg drin. Der Schlüssel zum Sieg. Unser vereintes Heer. Heer, oder? Heer ist groß genug, um auch die stärkste Besatzung zu zerschmettern. Das mit dem Schüssel, mit Schüssel und Schlüssel war ich. Das mit Heer und Herr war Real Troll. Also, schön die Schuld von sich schmeißen. Die Vielarmigen sind mächtig. Sie haben sich hinter einer Mauer aus Blitzen verborgen. Solange diese Mauer steht, können wir nicht hinein. Blitze? Sie sprechen von Elektrizität. Ihr wisst um viele Geheimnisse des Feindes, tapfere Freunde der Lurche. Darum wird die Mauer eure Aufgabe sein. Sobald das Hindernis gefallen ist, können wir unsere vereinigten Krieger das dort fortstürmen. Die Bastion scheint demnach von einem starken elektromagnetischen Feld geschützt zu sein. Vielleicht gibt es irgendwo einen Generator. Einem Regenerator kann ich leider nicht dienen. Aber unsere Späher haben einen großen, dampfenden, stampfenden Kasten entdeckt, der irgendwie mit den Blitzen in Verbindung zu stehen scheint. Fein, fein, dann erzählen Sie uns eben von diesem Kasten. Ich wünsche lieber vom Generator zu erfahren. Meine, das wäre weitaus hilfreicher. Es gibt unterschiedliche. Das ist das, was ich aus mit der Unterscheidung, die ich glaube ich im Unterwegs in Düsterburg, zweiter Pitch des Videos hier, Zusammenfassung, wer das gesehen hat und noch nicht kennt, ich habe eine sehr ausführliche Diskussion des Unterwegs in Düsterburg Spieles angefertigt. Und da habe ich den Unterschied gemacht, guckt euch das nur an, wenn ihr unterwegs in Düsterburg kennt, weil Spoiler, habe ich die Unterscheidung gemacht zwischen Bildung und Intelligenz. Ich glaube, dem Amphos fehlt es an naturwissenschaftlicher Bildung, aber bei von Magwitz ist so einiges verloren. Na Schatz, dieser Kasten ist doch... Ja, jetzt nicht Täubchen reden, gerade von komplizierter Technik. Na, ich erkläre es dir nachher jedenfalls nicht. Zurück zu diesem Kasten. Wo finden wir denn dieses Gerät? Er steht bedauerlicherweise hinter dem Fort. Das hieße ja, wir müssten erst das Fort erstürmen, bevor wir seine Verteidigung ausschalten können. So hat unser Feind geplant, allerdings. Allerdings? Es
gibt eine Art natürliche Hintertür. Einem kleinen kampferprobten Trupp sollte es gelingen, sie zu passieren und das dahinterliegende zu durchqueren. Melde mich freiwillig. Ja, was bleibt euch übrig? So hatte ich das auch schon fast eingeschätzt. Und diese Hintertür liegt wo? Da. Aha, Vulkan. In einem Vulkan? Genau so etwas hatte ich geahnt. Aber, liebe Freunde, Vulkane sind uns mittlerweile nicht mehr völlig fremd. Wir sind ja von einem Vulkan durch die Erdatmosphäre geschossen worden. Man muss es gleich so einer sein. So ein schnuckeliger Eifelvulkan wäre besser, oder was? Nun kennt ihr den Plan. Durchquert den Vulkan und zerstört den dampfenden Kasten. Sobald die Mauer aus Blitzen fällt, gebt ihr das Signal und der Sieg ist so gut wie unser. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich will meine Rache. Ihr kennt nun eure Aufgabe. Habt ihr noch Fragen? Ja, bitte Fakten über Vulkan. Nach allem, was ich weiß, werdet ihr euch auf feuerumschlungene enge Pfade einstellen müssen. Die Vielarmigen wissen, dass es unmöglich ist, ein großes Heer durch den Berg zu bringen. So habt ihr vielleicht sogar Glück und werdet auf gar keine Abwehrmaßnahmen stoßen. Kein Kampf will doch nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Muss Plan erneut hören. 1. Durchquert den Vulkan. 2. Zerstört den dampfenden Kasten. 3. Gebt ein Signal. Sobald die Mauer aus Blitzen fällt, greifen unsere vereinigten Heere ein. Oder an. Oder um. Oder empfehle mich. So, ich kann mich jetzt wieder bewegen. Speichern auf der 15. Warten auf euer Signal. So feiert und eure Heimkehr hängen jetzt von eurem Geschick ab. Ich hoffe, ihr entpuppt euch als brauchbare Werkzeuge meiner Rache. Danke für die guten Wünsche. Ja, Sansi ist nicht wirklich davon begeistert. Er ist immer noch mit Verdauung beschäftigt. So. Ich kann also jetzt in östliche Richtung weitergehen und dort befindet sich Vulkan. Wir dürfen nicht zu nah an das Fort geraten. Schnell weiter. Gut. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir machen eine Schnelldurchquerung. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie Prinz Nixos finde oder sowas. Ansonsten wäre jetzt eine Sache, die ich noch ganz gerne machen würde. Da habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit, zwei Sachen zu sagen. Also einerseits, ich bin natürlich immer happy über eine fachkundige Beratung, was das Thema Itemausstattung anbelangt. Wir hatten ja schon gesagt, Medizin wäre nicht schlecht. Ich habe jetzt aber auch festgestellt, so eine Badekur, wenn Eleonore incapacitated ist, wie man so schön sagt, ist auch nichts Schlechtes. Platziere ich mich mal hier, beziehungsweise gehe vorher nochmal eben kurz in das hier rein. Aha, jetzt kann ich das hier machen. Es gilt als großer Fehlfall in der Abwesenheit des Häuptlings einen Gretenhaufen zu plündern. Bitte um Pardon. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass der Fisch da noch lebt. Das ist unappetitlich. Mach doch mal. Und dann hat es sich erledigt. Können wir nicht mit dem Granater daran was tun, Momentchen? Es ist aber auch schwierig heute mit der Navigation. So, jetzt. Täubchen, schieß! Ja, genau. Also das sind die sachdienlichen Hinweise, die mir noch fehlen. Punkt Nummer 1 ist, habe ich irgendetwas liegen lassen? Irgendetwas, was ich hier gesehen habe? Kann ich der mit Verdauungsbeschwerden ausgestatteten Schlange irgendwie helfen? Das ist einfach, ich fühle das sehr. Das ist die eine Frage. Habe ich irgendwas liegen lassen? Wenn ihr das wisst, sagt mir doch gerne Bescheid. Punkt Nummer 2 ist, was denkt ihr, was soll ich brauchen? Sachdienliche Hinweise auch hier unten in der Kommentarsektion oder bei Discord gerne angenommen. Punkt Nummer 3. Genau. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Genau, wie kriege ich diese Teile los und vor allem, wie geht es mit dem Granater weiter? Das ist auch nicht schlecht. Wie kriege ich, also, nochmal zusammengefasst. Irgendwas liegen lassen. Brauen. Was soll ich mir brauen? Wie kriege ich den Granater aufgelevelt? Geht das hier schon? Frage Nummer 4 ist, wie kriege ich diese Schüsseln da demontiert? Muss ich das überhaupt tun? Wenn ihr da Antworten habt, meldet euch. Ansonsten mache ich in der nächsten Folge weiter mit dem großen Vulkan. Da geht's weiter. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir Like und oder Abonnement da. Ebenfalls kann ich euch empfehlen, wie gesagt, wenn ihr noch nicht habt, guckt euch gerne Mord im Dunkeln an. Eine Folge relativ schnell durch. Und dann sehen wir uns zu Folge 27 von Die Reise ins All. Also die Venus-Etappe dauert dann doch ein bisschen länger als gedacht. Also ich dachte, da sind wir recht schnell wieder runter, aber wir müssen hier einen geopolitischen Konflikt lösen. So, das haben wir getan und jetzt verbünden wir uns gegen unsere gemeinsamen Feinde, um uns eine Heimfahrt zu erschleichen. Wenn ihr das weiter sehen wollt, Folge 27 geht's weiter.
Euch wünsche ich alles Gute. Macht euch ein paar schöne Tage. Bleibt gesund und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei der Blackbox. Tschüss, macht's gut.